Stell dir mal vor, du betrittst einen Raum und alle Leute in diesem Raum schauen dich an. Manch einer nickt dir zu, vielleicht steht ein anderer auf und begrüßt dich höflich und du spürst diesen Respekt, den die Leute dir entgegenbringen. Wie würde dein Leben aussehen, wenn Menschen deinen Worten lauschen, wenn sie dir Respekt entgegenbringen, wenn sie höflich sind und es gar nicht erst wagen würden, unhöflich zu dir zu sein? Respekt ist eine Fähigkeit, die du lernen kannst, wie Fahrradfahren. Und wenn du den Trick einmal raus hast, dann funktioniert er immer. Trick Nummer 8 ist der, mit dem du am schnellsten Respekt gewinnst. Doch lass uns erstmal mit 1 anfangen. Nummer 1, sei der Fels in der Brandung. Stelle dir mal vor, ich würde Dwayne The Rock Johnson versuchen runterzuziehen. Ich würde zu ihm hingehen und sagen, ah, das sind aber kleine Ärmchen, die du da hast. Was würde er machen? Er würde vielleicht lachen und würde sagen, ja, okay, alles klar. Er würde mich nicht ernst nehmen. Egal wen, vermutlich würde er keinen wirklich ernst nehmen, der ihn versucht runterzuziehen. Warum? Ganz simpel, einfach weil ihn nichts aus der Fassung bringt. Er bleibt kühl, er bewahrt einen kühlen Kopf, er lacht vielleicht. Und wenn ich eine Grenze überschreite, würde er sehr wahrscheinlich zu mir sagen, von wegen, hör zu, das machst du nicht nochmal. Und alle Menschen, die respektiert werden und Respekt einfordern, die sind der Fels in der Brandung. Sie lassen sich von nichts aus der Ruhe bringen. Denn sobald du dich aus der Ruhe bringen lässt, merkt man, dass es funktioniert. Und dann werden die Menschen dir keinen Respekt entgegenbringen, weil sie wissen, dass sie es mit dir machen können. Bedeutet nicht, dass du deine Emotionen unterdrücken sollst, bedeutet einfach, bleibe kühl in hitzigen Situationen. Zweitens, spreche selbstbewusst. Wir alle kennen die Person, die in einer sehr, sehr, sehr weichen Stimmlage reden und sich gar nicht trauen, aus sich herauszukommen. Und das Problem ist, wenn du nicht selbstbewusst redest, dann strahlt deine Stimme Schwäche, wenig Selbstbewusstsein aus und verlädt andere dazu ein, dich nicht zu respektieren, weil dich keiner ernst nimmt. Wenn du so auftrittst, als würdest du dich selbst nicht respektieren, du redest, als würdest du dich selbst nicht wahrnehmen, als würdest du keinen Raum einnehmen wollen, dann werden die Leute das auch genauso wahrnehmen. Die werden sich denken, okay, wenn er nicht mal die Eier hat, ein bisschen lauter zu reden, warum soll ich auf den hören? Er macht sich gar nicht bemerkbar. Das bedeutet, du sollst nicht schreien, sondern selbstbewusst sprechen, aus deinem Bauch raus sprechen. Was kannst du also tun, um selbstbewusster zu sprechen? Eigentlich ganz simpel. Du kannst die Messlatte für deine Stimme ein Stück höher legen, indem du dich mal vor den Spiegel stellst und einfach ganz bewusst viel lauter redest, als du sonst redest. Und dadurch legst du die Messlatte Stück für Stück höher. Du sollst nicht schreien, aber einfach selbstbewusster aus dem Bauchraum rausreden, selbstbewusster in einer tieferen Tonlage. Spiel mal ein wenig mit deiner Tonlage. Du kannst deinen Arm über dich nehmen und einfach mal A sagen. Und dieses A lässt du tiefer fallen, während dein Arm fällt. A. Und dann spielst du ein wenig mit deiner Tonlage und probierst mal aus, wie du selbstbewusster klingen kannst. Drittens, erarbeite dir einen Ruf. Nimm dir ein Beispiel am Paten in positiver Hinsicht und baue dir einen Ruf auf. Suche dir eine Sache aus, für die du bekannt werden willst. Und ganz wichtig, achte darauf, dass es etwas Gutes ist, dass die Leute nicht schlecht über dich reden. Und achte auch darauf, dass du deine Taten sprechen lässt. Denn du kannst jedem erzählen, dass du der modeste, coolste Typ der Welt bist, doch kein Mensch wird sich dafür interessieren. Du musst Taten sprechen lassen, sodass die Leute sagen, hey, der Typ ist echt immer modisch gekleidet. Das ist der Stilvolle bei uns in der Gruppe. Und achte darauf, dass du dich nur auf eine Sache fokussierst, für die du bekannt werden willst. Denn wer versucht, zwei Hasen zu fangen, der wird in der Regel keinen fangen. Nummer 4. Setze Grenzen. Im Laufe deines Lebens werden dich Menschen testen, werden dich Menschen herausfordern. Sie werden gucken, wo stehe ich bei ihm? Wie reagiert er? Was kann ich mit ihm alles machen? Wie weit kann ich gehen? So gibt dir dein Kumpel vielleicht mal einen Nackenklatscher, um herauszufinden, wie du darauf reagierst, ob er das mit dir machen kann. In Gruppen wird es immer Dynamiken geben und in diesen Dynamiken wird immer ausgetestet, wo stehe ich in der Gruppe und wo steht der andere in der Gruppe. Und wenn du keine Grenzen setzen kannst, dann wirst du ganz schnell ans Ende der Gruppe fallen und Leute werden dir keinen Respekt entgegenbringen. Das Ganze unterbindest du mit einem kühlen Kopf, indem du einfach sagst, hey, Alter, hör auf damit. Mach das nicht nochmal. Wenn Leute merken, dass du Grenzen setzt, respektieren sie es in der Regel. Nummer 5. Respektiere andere und werde respektiert. Letztens habe ich Fast and Furious geguckt und danach noch ein paar Interviews auf YouTube mit Vin Diesel und Paul Walker und all sowas geschaut. Und dann irgendwann war ich an dem Punkt, wo ich mir Interviews angeschaut habe, die über Paul Walker gehen. Paul Walker wurde respektiert, trotzdem war er herzlich,
Er war freundlich, er hat sich für die Ozeane eingesetzt. Sprich, normalerweise haben wir immer dieses Bild, dass man so brutal hart sein müsste, um respektiert zu werden. Aber das stimmt nicht. Du kannst freundlich, herzlich und nett sein und trotzdem respektiert werden. Ich meine, sei freundlich, sei herzlich und mime nicht den Harten. Die meisten können hinter diese Fassade blicken. Sechstens, beginne damit, dich selbst zu respektieren. Wenn du jeden Morgen in den Spiegel schaust und dir denkst, Alter, du Versager, wie siehst du aus, was für ein Lauch bist du, du kannst nichts. All das Zeugs ist negativer Self-Talk. Und dieser Self-Talk, dieses ganze negative Gerede, zieht dich selbst runter. Und das Problem ist, wenn du dich nicht respektierst, werden andere dich auch nicht respektieren. Denn warum sollten sie dich respektieren, wenn du nicht mal dir selbst Respekt entgegenbringst? Du strahlst praktisch aus, hey, seht her, ich behandle mich selbst wie eine Fußmatte, ihr dürft das auch tun. Herzlich willkommen. Und ich weiß, es ist schwer, aus diesem Muster auszubrechen. Deswegen fang erstmal damit an, dir zu sagen, dass du okay bist. Du bist so okay, wie du gerade bist. Du bist nicht perfekt, du bist vielleicht nicht gut, du bist nicht super, aber du bist okay. Und das reicht. Und von diesem Punkt arbeitest du dich Stück für Stück hoch, bis du dich irgendwann wirklich magst. Behandle dich also selbst respektvoll und setze damit die Führung für Interaktion mit anderen. Siebtens, Respekt verdienst du dir. Sagen wir, du gehst ins Gym. Du bist das erste Mal da, du bist noch ein Lauch, gehst rein und die Leute gucken dich an und denken sich, Alter, schon wieder so ein Neujahrstrainierer, der in einem Monat nicht mehr am Start ist. Sie bringen dir noch nicht den Respekt entgegen. Es sind ältere Typen, die schon seit 20 Jahren trainieren. Doch du lässt dich davon nicht aufhalten. Du trainierst und trainierst und trainierst und wirst immer breiter und gehst weiter zum Training. Und nach Monaten merken die Leute, Alter, der meint es ernst. Und schon fangen sie an, dich mehr zu respektieren. Jordan Peterson, ein Psychologe aus Kanada, hat in einem sehr interessanten Gespräch mal erklärt, dass Respekt wie eine Währung funktioniert. Du kannst nicht erwarten, dass jeder dich respektiert, weil Respekt eine Sache ist, die du dir verdienst. Und je mehr du in deinem Leben machst, je mehr Dinge du erreichst, desto mehr Respekt wird dir entgegengebracht. Stell dir vor, du hast auf der einen Seite einen Samurai-Meister-Sensei, der 40 Jahre seines Lebens damit verbracht hat, die Kunst der Samurai zu erlernen, zu perfektionieren. Und du hast auf der anderen Seite den Jüngling, der heute angefangen hat. Natürlich respektierst du diesen Menschen mehr, einfach weil er so viel mehr Erfahrung hat, weil er so viel mehr investiert hat, weil er so viel mehr auch Versagen hinter sich hat. Bei ihm hier ist noch gar nicht klar, ob er überhaupt am Ball bleibt. Der 40-Jährige denkt sich, ach, der Strolch hier, wenn er nur wüsste, was auf ihn noch wartet. Doch durch Taten kannst du zeigen, dass du es verdienst, respektiert zu werden. Also heul nicht rum und sag, dass sich jeder respektieren soll. Geh raus und hol dir den Respekt. Zeig den Leuten, schau her, ich mache, ich laber nicht nur. Nummer 8, der schnellste Weg, um Respekt zu bekommen, beweise Mut. Stell dir vor, du bist in der Gruppe mit 4, 5 Männern. Ihr steht da rum und es läuft eine wunderschöne Frau an euch vorbei. Und du bist derjenige, der Initiative zeigt, dahin geht und sie anspricht. Und die anderen 4 Männer oder die 3, je nachdem, mit wie viel du denn rumstehst, die werden alle gedacht haben, Alter, wenn ich die jetzt ansprechen würde, boah, ist die heiß, aber die haben sich nicht getraut. Wenn du dich traust, dann werden die anderen dich respektieren, weil sie selbst wissen, dass sie sich nicht getraut haben. Denn sie haben Angst und sie wissen, was es für Eier braucht, um das zu tun. Und die hast du bewiesen und genau deswegen wirst du in diesem Moment respektiert. Ich meine, wenn jemand in ein Feuer rennt, um 3 Babys zu retten und sein eigenes Leben aufs Spiel setzt, dann wirst du diesen Menschen respektieren, einfach weil er etwas so Krasses gemacht hat, dass er eine Schubkarre braucht, um seine Eier vor sich herzuschieben. Beweise Mut, mache die Dinge, die andere nicht machen und du wirst automatisch wesentlich stärker respektiert. Ich weiß natürlich auch, wenn es der schnellste Weg ist, es ist nicht der einfachste. Und Mut zu beweisen, will gelernt sein. Und genau dafür habe ich dir hier unten mal eine Sache verlinkt. Schau sie dir an, ein Video, welches dir die Augen öffnen wird. Also klicke auf den Link oder hier oben in die Infokarte und schau es dir an. Das war's mit dem Video, also geh jetzt raus, hol dir den Respekt, den du verdienst. Und wenn du Mut beweisen möchtest, wenn du lernen möchtest, wie du Mut beweist, dann klicke hier unten auf den Link in der Beschreibung. Schau dir das Video an, welches dir die Augen öffnen wird. Das war's von mir, deinem Dennis. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.